Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Mein Name ist Melek und falls ihr da draußen natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Wir sind wieder zurück bei Call of Duty Modern Warfare 2. Heute, liebe Freunde, wir sind immer noch bei Season 1, nur so nebenbei. Also Call of Duty HQ, immer noch Season 1. Und ich möchte mit euch etwas teilen. Und zwar gibt es so ein paar Sachen, die ich ja bereits auch in den letzten Episoden gesagt habe. Ich teste ja tatsächlich die ein oder anderen Waffen aus. Und wir haben jetzt bereits bei der HCR 556 bzw. 56 die ein oder anderen Skills freigeschaltet, die ich euch hier noch mal zeigen möchte, die ihr jetzt natürlich auch hier sehen könnt. Und ich wollte noch zu der einen Waffe MX9 was sagen. Ich habe die Waffe ja bereits schon ein bisschen so gespielt und so. Also ich muss sagen, die MX9 ist eine geile Waffe. Aber was Far Range und so angeht, auf jeden Fall bei Ship mit Katastrophe. Und es wird so sein, höchstwahrscheinlich, dass die Waffe halt auch bei anderen Maps halt nicht so gut sein wird. So sehe ich das jetzt auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, was eure Lieblingswaffe ist. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder vor allem, wie ihr die MX9 findet. Jedenfalls will ich bei der Episode weiterhin auch die HXR oder wie die Waffe jetzt nochmal hieß, auf jeden Fall weiterhin spielen, also die HCR 56. Das ist quasi so eine Bullpup mit so einem extra Fach für Munition. Also ganz komisch auf jeden Fall. Ich kann euch das, also ihr seht das vielleicht jetzt nicht. Also es ist verrückt, wie das aussieht und so. Und finde ich, sieht halt krass aus. Oh, da reden wir im Chat. Okay, sehr gut. Ja, Freunde. Und ich bin mal gespannt. Wartet mal, ich kann hier doch irgendwie alle muten, oder? Zack, zack, zack. Einfach alle muten. Die reden sowieso irgendwie hier bei COD, muss ich sagen. Die Communities generell, die beleidigen sich alle sehr, sehr oft. Sehr viel auf jeden Fall. So, Moment. Ich hasse das. Ich mag das nicht, wenn die Leute beleidigen und so. Ich wünschte, die Call of Duty Community wäre so ein bisschen sozial, aber meistens ist es halt leider nicht der Fall. Genau, ich habe die Waffe schon ein bisschen so geskillt. Ihr seht die auch. Also ich teste die jetzt nochmal. Falls ich jetzt nicht so gut aimen sollte oder so, dann verzeiht mir. Ziel ausgeschaltet. Krass. Oh shit, ich bin tot. Also, ich finde die Waffe, wie gesagt, ich finde die Waffe jetzt, diese Waffe ist mir natürlich für Nahkampf und so nicht so krass gut geeignet, bis ich mit der ziele, dauert 100 Jahre gefühlt. Ne? Also, sage ich euch so, wie es ist. Aber wie gesagt, die ist halt auch nur zum Skillen da und man muss halt ein bisschen vorsichtiger spielen mit der Waffe. Also ihr könnt halt nicht so krass durchrushen und pushen wie mit der MP5 oder so. Versteht ihr, was ich meine? Das geht dann natürlich nicht, ehrlich gesagt. Also so bislang ist die Waffe schon gut, muss ich sagen. Also kann ich mich auf jeden Fall nicht so krass beschweren. Auch was die Range angeht. Ja. Und obwohl wir so krass mega loot-mäßig spielen, sind wir zweiter Platz. Das ist für mich echt eine fragwürdige Sache, ehrlich gesagt. Jetzt nie verstehen. Jetzt wirklich nicht verstehen. Nice Headshot. Oha, wo bin ich denn jetzt gejoint? Ja, jetzt ist einfach nur, jetzt werde ich die ganze Zeit sterben, also safe. Ja, es ist die Waffe. Bis ich mit der Ziele anvisiere, dauert es 100 Jahre gefühlt. Also, was Anvisieren angeht, Katastrophe, ehrlich. Boah, richtig schlimm. Ihr könnt halt nicht so, ihr müsst halt die ganze Zeit anvisieren oder so, wisst ihr, wie ich meine? Hä? Kontakt ohne Abstieg.
Ja, die campen auch natürlich überall. Ja, krass. Okay, jetzt kommen die ganzen Sweater auf jeden Fall. Ich kassiere gerade übel, ey, aber richtig übel. Ja, so langsam aber sicher sollte ich halt auch wirklich letzter Platz werden. Also mit dem Gameplay hier, was ihr gerade hier reinziehen müsst. Verzeiht mir echt, Freunde. Also ihr müsst mir echt verzeihen, wirklich. Die sind aber auch krass hier, ne? Die sind auf jeden Fall... Ist ja auch mein Primetime auch, ne? Während der Aufnahme. Kommt ja auch noch dazu. Digga. Die überrennen uns. Die überrennen uns, Mann. Obwohl wir führen. Obwohl wir führen, überrennen die uns. Ja, die Waffe ist geil. Aber außer dieses Anvisieren, das dauert zu lange. Das ist nervig. Sag ich euch ehrlich, wie es ist. Das Anvisieren ist geisteskrank langsam. Das ist so nervig. Nice. Auch wieder tot. Guck mal, er. Bis ich ihn getroffen habe, bin ich schon direkt wieder tot. Das Anvisieren ist also Ziel. Zielanvisieren, Geschwindigkeit oder wie man das nennt, das dauert viel zu lange. Viel zu lange, meiner Meinung nach. Das ist. Ey, das ist wirklich richtig schlimm, ehrlich. Das ist richtig schlimm. Im Gegensatz zu der. Ja, wie heißt denn die Waffe nochmal? Im Gegensatz zu der Vasnev 9K ist natürlich was ganz anderes. Ich kassiere. Ich bin tot. Oh mein Gott, ich spiele wie ein Drecksnoob, ehrlich. Boah, ich spiele so dreckig in dieser Folge. Boah, ich habe mich, glaube ich, selbst überboten, was wie Noob-Spielen angeht. Und ich bin Zweiter, das ist richtig krass. Unlogisch. Wie kann ich Zweiter sein bei so einem Müll, bei so einem Müll-Gameplay, ne? Also, da meine ich jetzt Spielstil, ne? Wie geht das? Digga, der liegt da einfach auf dem Boden. Krass, ehrlich. Nice. Einfach gar nicht anvisieren. Ist so die Lösung für die ganzen Probleme. Einfach gar nicht anvisieren. Ich habe eine Lösung gefunden. Gar nicht anvisieren. Einfach gar nicht anvisieren. Sondern quasi so durchrushen. Die Waffe macht halt auch super viel Schaden, ne? Die kommt auch noch dazu. Die macht halt super viel Schaden. Digga, das ist so krass, das ist so bodenlos. Oh mein Gott, ehrlich. Es ist richtig mies, wirklich. Also anvisieren mit der Waffe, ey, hört auf, ehrlich. Junge! Was war das für eine Kiste gerade? War so eine Herzkiste. Die habe ich ja gar nicht erkannt. Ich kannte sowas gar nicht. Ja, jetzt campen die natürlich auch die ganze Zeit da. Ja, hört auf. Mies. Oh. Aim seinen Vater. Katastrophales Aim. Junge, guck mal, ich spawn, ich sterbe. Jo, nice. Und wieder tot.
führen doch, oder? Ey, wie kann ich... Ich verstehe das nicht, ne? Wie kann ich zweiter Platz sein? Das ist so unlogisch. Ich kann... Wie geht das, dass ich zweiter Platz bin? Das ist... Ey, das ist voll unlogisch. Digga. Ja, das ist... Die Waffe ist echt mies. Ich check das nicht, ne? Ich check das wirklich nicht. Es ist so richtig unlogisch, wie ich spiele hier. Ich check das nicht, ne? Diese Waffe ist so ein... So eine... Müllwaffe. Und trotzdem, ich bin Erster, das ist... Digga, ich bin Erster. Digga, das ist so arm. Ich bin Erster, das ist so krass. Weird. Wie bin ich Erster? Das ist so unlogisch. Oh mein Gott. Findet ihr das nicht selbst komisch? Jetzt mal ehrlich. Ich bin doch der, ich bin doch voll der Obernoob, Kacknoob. Ich bin Erster, das ergibt gar keinen Sinn, ehrlich. Das ist so unlogisch. Wie krieg... Also, entweder ich habe mit noch krasseren Noobs gespielt als mich jetzt gerade mit der Waffe. Also. Lost. Der andere hat 10.600 Punkte gehabt. Wir sollen mit der Waffe... Auf welches Level sollen wir eigentlich kommen? 19, ne? Ja, wir sind mal gerade Level 9, glaube ich. Oder? Warte mal, ich muss mal hier kurz leaven. Ich zeige euch die Waffe jetzt auch nochmal genau, wie ich die geskillt habe, also damit ihr das einfach seht. Ja, ich bin Level 9 von 19, das ist krank. So, okay, also. Ihr seht jetzt, also ich kann jetzt natürlich skillen und so. Ich habe jetzt zum Beispiel im Lauf habe ich diesen Brühen S620. Dann hier Stip 40er Griff. Und jetzt kann ich einfach mal gucken, wie wir das mit der Mündung und so machen. Weil ganz ehrlich, Zielgeschwindigkeit wäre schon gut, also horizontale Rückstoßkontrolle ist alles erstmal egal. Ich brauche erstmal auf jeden Fall, Unterlauf ist auf jeden Fall wichtig. Oder hier, Zielgeschwindigkeit, das ist gut. So, dann Munition, Geschossgeschwindigkeit ist auch wichtig. So, und Mündung nehme ich dann doch, und zwar nehme ich Rückstoßstabilität. Jetzt habe ich 5 von 5 geskillt. Ich will mal auch noch was gucken hier. So, Moment. Wir gucken mal kurz. Warte mal, wir machen es anders. Ich will mal hier. Oha, was ist das denn da? Okay, das sieht komisch aus. Oder? Ja, gut. Das ist eine krasse Waffe. Präzision 66,67. Ja gut, wieder Midrange ist halt mies, ne? Muss man einfach sagen. Gut, das war's sonst jetzt von mir. Ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen bei dieser neuen Folge wieder, wie immer. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wo ich dann auf jeden Fall diese Waffe jetzt geskillt spielen werde. Muss ich auf jeden Fall mal irgendwie testen. Finde ich krass geil. Also eigentlich ganz interessant. Es gibt noch ganz viele andere Waffen, die ich auch noch trainieren, skillen, üben möchte und so weiter. Genau. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, ciao. Und falls ihr Tipps habt oder so, was ich unbedingt ausprobieren soll, dann in die Kommentare. Dann probiere ich das aus. Ciao, ciao.